bei größeren Notizbüchern oder Notizbüchern, die viele Seiten drin haben, macht es oft Sinn, ein Inhaltsverzeichnis anzulegen, damit der Benutzer etwas schneller finden kann und eine Übersicht darüber hat. Dies empfiehlt sich als oberste Seite im Notizbuch, hier als Inhaltsverzeichnis bezeichnet. Dann schreibt man die Titel oder die Seitennamen rein, die man haben möchte, und verlinkt diese. Bevor ich etwas verlinken kann, muss ich den Link zuerst kopieren. Das heißt, ich kann beispielsweise auf eine Seite gehen und sagen, ich möchte hier den Link zu dieser Seite kopieren. Oder ich habe sogar die Möglichkeit, wenn es weiter unten auf einer Seite steht, zu sagen, ich möchte hier den Link zu diesem Absatz kopieren. Im Inhaltsverzeichnis kann ich dann mit der rechten Maustaste auf den Begriff, den ich verlinken möchte, und kann jetzt hier sagen Link und mit Ctrl-V oder mit Einfügen diesen Link, den ich vorher erstellt habe, einfügen. Und bereits ist das nun verlinkt. Wenn ich jetzt hier draufklicke, komme ich direkt zu jedem Absatz, den ich hier verlinkt habe, oder wenn man nur die Seite hat, zu jener Seite.